Ja, ich muss da lang. Aber ich würde wirklich gerne mal die Kameras haben wollen. Was auch irgendwie nicht der Fall ist. Sei denn, ich habe die schon irgendwie bekommen. Nie. Falsche Richtung, scheiße. Ja. Oh, es ist einfach nur so arschwarm. Und dieses dämliche Sicherheits-Wann-Ton-Ding von dem Auto. Schlimm. Kann man nicht mehr abhalten. Aber okay. Wir brauchen auf alle Fälle diese Kameras. Deshalb sind wir wieder hier unten. Im Moment weiß ich. Ich krieg wahrscheinlich von irgendjemand nochmal dieses komische Tape. Oder Band oder wie auch immer. Ich würde echt gerne nochmal die Ratte aussaugen wollen, aber. Naja. Ich könnte natürlich auch einen umständlicheren Weg zu den Nosferatus benutzen. Aber ich glaube, das würde ein bisschen zu lang dauern. Als jedes Mal hier über den Friedhof. Ah, shit. Ich bin so langsam. Diese Wölfe, die immer im Hintergrund rumwolfieren, die machen mir auch Angst. Moment, ja, ich muss nach links. Ja, hier rein. Da, wo die Knochen herkommen. Und noch ein klein paar Meter weiter und schon lädt's gleich. Ja, genau. Da geht's weiter. Das ist auch ein bisschen blöd, wenn man dann die Blickrichtung nicht so hat, wie man denkt. Och komm. Soll ich denn bitte mit dem reden? Wenn der nur... Soll denn das gehen? Der ist doch weg. Was für ein Beschiss. Also die Daten-CD. Wo kriege ich die Daten-CD her? Aber das ist jetzt erstmal nicht so wirklich mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem liegt jetzt eher daran, dass ich die Kameras bekommen müsste, die mir die Tussi gegeben hat. Ah, da unten liegen sie ja. Hey, bis später. Beziehungsweise die Kamera ist ja Singular gewesen. Was ist das denn? Telefon? Cool. Also, was die hier brauchen, ist allgemein mal Wände. Also, schöne Wände und nicht Dreckwände. Aber der ist doch selber dreckig, wenn man die ganze Zeit hier in den Dreckwänden rumhantiert. Ist ja schlimm. Nee. Auch nicht. Nee, keine Daten sind hier. Wittnik ist vor allen Dingen weg. Das irritiert mich sehr. Wo wird er denn jetzt sein? Der Gute. Hier geht's nicht weiter. Suchen wir mal bei allen möglichen anderen Punkten, wo das rumgehen, stehen, irgendwo was sein kann. Ich brauche diese dämliche Datendisk. Und ich kann ja niemanden fragen, weil irgendwie niemand da ist, den ich fragen kann. Wie muss ich sowas von... Wieso ist das überhaupt so warm? Und eine andere Frage, wie tief muss man eigentlich buddeln, um Erdwärme benutzen zu können? Weil Erdwärme funktioniert ja so, du hast eine Pumpe und viel Wasser und die Pumpe tut Wasser erstmal in die Erde reinpumpen, dann durch die Erdwärme wird das Wasser erhitzt und damit wird und das Erhitzte kommt dann wieder nach oben, entweder durch den Pumpzyklus, aber es dehnt sich auf alle Fälle aus, von daher braucht man nicht so viel Pumpenergie wahrscheinlich zu verschwenden. Aber egal, das kommt dann auf alle Fälle wieder nach oben und dann hat man warme, hänge ich hier schon wieder? Hier ist irgendwas, was mich festhält, schlimm. Okay, wo ist aus Packs? Packs.
Disziplin sind nicht erlaubt. Hab ich mal wieder ganz vergessen. Schönen Dank auch. Gut, und hier unter Wasser scheint auch nicht wirklich was zu sein. Ich freue mich nur, von wo ich hier gekommen bin. Irgendwo von da hinten. Aber hier ist ja allgemein nichts Großartiges. Und alle, hopp. Boah, wie ich hier rausgesprungen bin, wie so eine Art Mega-Krokodil. 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 Oh. Gefunden! Wer hätte das denn gedacht? Okay, also wir haben die CD. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, wo das... Ach, egal. Wir gehen jetzt wieder hier unten lang. Das brauche ich nicht. Ja, Trance ist der Spruch des Tages. Will nicht. Puh, Mitnick. Wo bist du bloß? Und hier hinten ist zum Glück nichts. Das ist auch schön. Habe ich denn... Ist es denn die? Sie haben Bertrams CD gefunden. Schön. Was noch? Anwesenheit erhalten in China, bla bla bla. Und tauscht ein Poster von Janet Foreman gegen ein Band, na klar. Tap Hotel. Oder Hostel oder Hotel? Tap Hotel. Aber wo krieg ich das her? Eventuell von der alten hier. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Bis dahin dauert's. Krass. Aber Wände wären ja echt nicht verkehrt. Boah, einfach nur irgendwas reinziehen, damit die Türen mal ein bisschen mehr Sinn machen hier. Ach komm, dass die nach außen aufgehen. Immer gehen die Türen in die Richtung auf, in die man die aufmacht, aber diese eine spezielle Tür ist so hinterhältig. Du willst die aufmachen, die kommt zu dir, du stehst im Weg, blockst, die Tür merkt den Widerstand und geht wieder zu. Das kannst du bung 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 bung, das ist wie so ein Flipper. Nur dass irgendwie die Türen die Kugeln sind und du diese... diese Dinger da, die rumfliegen, die Kugeln halt. Da lang und hier ist der Ausgang wieder. Super. Oh, ich hasse Wölfe. Wenn die nicht immer so rummiaulen würden. So, Lucky Star. Das ist jetzt das nächste. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Weil das ist wahrscheinlich eine ziemlich große Aufnahme. Ja, das ist eine ziemlich große Aufnahme, die wir gerade haben. Oh mein Gott. Ja, dann werden wir nochmal fix zum Lucky Star gehen und die Dinger da rein installieren. Beziehungsweise, ja, ich hoffe, das ist mehr als eine Webcam. Ist so bloß eine, die ich mitgenommen habe, aber es müssen eigentlich mehrere sein. So eine Art Dreierbundle. Lucky Star. Lucky Star. Da hinten. Ey. Hoffentlich kann ich hier drüber springen. Yay. Vor allen Dingen merkt das niemand, dass ich übelst hochspringen kann. Aber ich laufe sogar nicht. Lach. Lach, lach, lach. Night eating you? Was sind Xenophagen? Also man kennt es zwar von Mass Effect, aber das Wort Xenophage hat anscheinend noch einen anderen, tiefgehenderen Begriff, was auch immer. Okay, also hier war ich auf alle Fälle schon mal. Das braucht man nicht. Hier ist verschlossen. Hier ist offen. Okay. Das war's also nicht. Das ist auch verschlossen. Die 2, ne? 1, oder? Hä?
Oder wohnt die hier unten? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Was ist denn hier? Gibt's doch nicht. Moment mal. Imalia will, dass sie Tony Sessions Apartment Kameras installieren und aktivieren. Im Schlafzimmer, im Bad und ihrer Küche. Vor allem Schlafzimmer, Bad und Küche. Hier ist keine Küche. Habe ich mich da verhört, als die gesagt hat, Lucky Star, oder? Dann muss es ja irgendwo so eine Art größere Suite geben, die eine Küche beinhaltet. Okay, nein, wir... Ich bin echt ein bisschen irritiert gerade. Hier waren die Viecher. Hier ist es zu. Wieso ist ja alles verschlossen? Ich muss doch eigentlich diesen Schlüssel haben. Sei denn, ich habe ihn aus Versehen abgelegt. Was mal wieder vollkommen für mich spricht. Nee, nee, nee. Auch nicht, nee. Oder aber ich bin einfach nur im falschen Hotel und muss irgendwo anders rein. Ich glaube, ich weiß schon wo. Haha, hier ist das Hotel, in das ich rein muss. Yeah, ich bin doch sowas von gut. Irgendwann steht in den Wörterbüchern drin. The Nefari, also unter Definition von gut. Ich. So, neun Leben. Ash Rivers nach tödlichem Unfall unverletzt. Hoffentlich ist hier niemand. Okay. Hier geht's anscheinend nicht auf. Ach du Scheiße, hoffentlich. Aber gut, dass Ash noch am Leben ist. Jetzt nicht lang. Das ist aber eine. Oh!